Ja, wir freuen uns ganz besonders, heute den bayerischen Innenminister bei uns zu Gast zu haben. Oder eigentlich müssen wir es ja anders ausdrücken. Eigentlich sind wir ja bei Ihnen zu Gast. Herzlichen Dank dafür. Auch Ja, sehr gerne. Herzlich willkommen. dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns ein paar Fragen zu beantworten, so einen kleinen Rückblick auf das vergangene Jahr zu werfen, das ja leider genauso verrückt war wie das Jahr davor, 2020. Ich denke, wir hatten alle gehofft, dass sich die Situation ein bisschen beruhigt. Hat leider nicht so gut geklappt. Aber damit sind wir eigentlich schon beim Thema. Denn ganz kurz wollen wir einen Blick auf die Corona-Lage werfen. Sie sind ja zuständig für das Ministerium des Innern, für Sport und Integration in Bayern. Und da laufen ja ganz viele Fäden zusammen, unter anderem die Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und so weiter. So alles Einheiten, Organisationen, die in der Corona-Pandemie besonders gefordert sind. Und deshalb mal eine Frage an Sie persönlich. Wie geht's Ihnen denn nach den knapp 2 Jahren Corona-Pandemie, in denen wir jetzt leben? Als bayerischer Innenminister kann ich mir vorstellen, ist das auch keine einfache Zeit, oder? Nein, einfach ist die Zeit sicherlich nicht. Mir persönlich, ganz privat, geht es Gott sei Dank gut. Ich habe viel Arbeit gehabt, wie für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch. Die Belastung war schon in den letzten jetzt ja über 1,5 Jahren permanent sehr hoch. Aber toi, 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 ich bin gesund. Ich bin dreimal geimpft mit AstraZeneca, zweimal mit Moderna. Ich habe nie irgendwas gespürt. Ich bin auch über all die zahllosen Tests, die stattgefunden haben, noch nie positiv getestet worden. Also insofern haben wir ja schon mal vom Glück sagen, bin ich da soweit gut durchgekommen. Der Familie geht's gut, also persönlich alles in Ordnung. Trotzdem ist es natürlich so, diese ja schon extrem belastende Entwicklung, die ist an meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Innenministerium nicht spurlos vorübergegangen. Die hat viele Kolleginnen und Kollegen der Polizei, wie Sie es angesprochen haben, der Rettungsdienste, die Notärzte, das sind die Dinge, für die ich unmittelbar zuständig bin, stark belastet. Aber natürlich viele andere auch, wenn ich an die Krankenhäuser denke, an die vielen Pflegeheime und, und. Und eine derartig lang andauernde Dauerbelastung hatten wir eigentlich so noch nie, auch im Katastrophenschutz nicht. Ja, da war mal eine schlimme Hochwasserkatastrophe, das war in dem Hochwasser 2013, hatte es auch schon ungewöhnlich lang, sagen wir mal 3 bis maximal 4 Wochen für manche Einsatzeinheiten gedauert. Aber dass wir uns jetzt ja fast komplett bald 2 Jahre in diesem Ausnahmezustand befinden, das hat es so noch nie gegeben. Und da merkt man auch, wie das an den Kräften und an den Nerven vieler Einsatzkräfte auch wirklich zehrt. Ja, was war denn so im Rückblick für Sie die größte Herausforderung oder befinden wir uns vielleicht gerade in dieser? Nun, die Herausforderungen haben gewechselt. Am Anfang war es zunächst mal was völlig unbekannt ist, diese Pandemie, dieser Virus. Was haben wir da zu erwarten? Wie schlimm ist das? Sicherlich am Anfang von vielen auch laienhaft betrachtet, nehme ich da gar nicht selbst aus. Naja, das dauert jetzt vielleicht 2, 3 Monate, dann werden wir das schon wieder im Griff haben. Oder dann gibt es ein Medikament oder einen Impfstoff. Dann merkt man, dass es noch alles viel länger dauert, dass dann immer mehr infiziert worden würden, wie dann die Sterbezahlen in die Höhe gegangen sind, was ja absurderweise von dem einen oder anderen immer noch bestritten wird, dass es überhaupt gefährlich ist. Ja, aber jeder, der die Kranken erlebt hat, die Todesfälle dann, der weiß, ja, das ist nicht spurlos vorübergegangen. Da war aber schon eine der Leistungen, denke ich auch, des Gesundheitswesens in Deutschland, auch unserer Krankenhäuser, aber auch der ganzen Rettungskräfte, dass wir damals im Frühjahr, im Sommer 2020 eben eine Situation wie in Bergamo in Italien oder später in London oder in New York und dergleichen eben nicht leiden mussten. Wir waren schon an einer, ja, hart an der Belastungsgrenze des gesamten Rettungs- und Gesundheitswesens, aber einen solchen Zusammenbruch, wie er da teilweise andernorts zu beobachten war, den haben wir eben vermeiden können. Dank auch eines unglaublichen Einsatzes eben vieler Menschen, die da geholfen haben. Und dann ging es weiter und dann kam die zweite Welle und dann kam die dritte Welle und wir haben gedacht, jetzt ist es aber endgültig vorbei. Und dann war es natürlich gut, auch da wieder große Herausforderungen mit der
Impfung, dass, als dann der Impfstoff da war, phänomenal, ja, dass auch ein Impfstoff in Deutschland entwickelt und erfunden wurde und dann auch sehr schnell hier produziert wurde, muss man ja überlegen, ist nicht so selbstverständlich. Oft dauert es Jahre, um neue Medikamente oder Impfstoffe zu entwickeln. Auch das schon auch einfach in der pharmakologischen Forschung, in der Biotechnik wirklich großartig. Aber dann leider auch wieder jetzt die Enttäuschung, nein, am Anfang, die Leute standen Schlange, Alten wollten sich impfen lassen. Und dann stellt man jetzt leider dann im Herbst fest, ja, ja, sind jetzt über 70% geimpft gewesen, aber leider ist der Anteil derjenigen, die sich nicht impfen lassen wollten, zu hoch. Und das trägt dazu bei, dass dann doch wieder mehr infiziert sind, dass dann auch leicht nicht mehr so schlimm wie letztes Jahr die Sterbezahlen in die Höhe gegangen sind. Ja, insofern, ich kann da jetzt nicht gewichten, was war jetzt das Schwierigste oder Schlimmste. Es sind immer wieder neue Herausforderungen. Und jetzt stehen wir wieder vor der Herausforderung, was wird Omikron letztendlich mit sich bringen. Wir haben ja vor Weihnachten eine Situation erlebt, wo jetzt doch die Infektionszahlen erfreulich wieder deutlich nach unten gegangen sind. Auch die Sterbeziffern nach unten gegangen sind. Ja, und jetzt schauen wir halt, was das neue Jahr für uns bringt. Hoffentlich Besserung. Hätten Sie nach der ersten Welle, nachdem die durchstanden war, dann kam irgendwann, hey, wir haben jetzt Impfstoffmöglichkeiten, hätten Sie gedacht, dass die vierte Welle nochmal in dieser Massivität zuschlägt, Kleeblattverfahren und sowas, dass sowas in Deutschland benötigt würde? Nein, sage ich ehrlich, ich habe es nicht erwartet. Ich dachte daran, dass ich grundsätzlich ein eher optimistischer Mensch bin und nicht immer das Schlimmste befürchte. Aber natürlich gehört das zu unserer Arbeit im Katastrophenschutz, dass ich auch letztendlich mich irgendwo immer auch auf das ganz Schlimme einstellen muss, weil es eben die menschliche Erfahrung zeigt, es tritt dann manchmal doch auch der Worst Case ein. Und insofern, das ist quasi, gehört selbstverständlich zu unserer Art, auch im Innenministerium an die Themen heranzugehen dazu. Ich hoffe immer, dass es nicht kommt, aber einstellen muss man sich trotzdem darauf. Das ist das Kern letztendlich auch unserer ganzen Rettungsorganisation. Das fängt bei den Feuerwehren an. Die hoffen auch, dass das Hochhaus nie brennt. Aber trotzdem muss ich auch für das höchste Haus in der Stadt immer die entsprechende Feuerwehrleiter haben, weil es ist halt nicht ausgeschlossen. Und so geht es in diesen Themen auch. Wir müssen uns darauf einstellen. Und wir haben dann letztendlich immer auch schnell wieder reagiert. Man muss da auch Verständnis haben für die Emotionen der Menschen. Wenn die Infektionszahlen runtergehen, erwarten die Menschen automatisch, dass sie wieder mehr Freiheiten haben, dass die Einschränkungen zurückgenommen werden. Und dann ist es schwierig zu entscheiden, wenn die einen Fachleute sagen, ja, das ist jetzt vorbei, und die anderen Fachleute sagen, ja, das kann gleich übermorgen wiederkommen. Ja. Wie soll ich? Ich bin kein Mediziner, ich bin kein Fachmann für Epidemien und auch nicht für Impfschutz und dergleichen. Ich muss irgendwie sortieren, was mir Fachleute sagen. Und das war halt, muss man ehrlich sagen, ich unterstelle niemandem was Böses, die ja aus seinem besten Wissen und Gewissen heraus, aber manchmal waren das sehr kontroverse Auskünfte, die wir erhalten haben. Und da muss man trotzdem sich irgendwie entscheiden, wie gehen wir jetzt damit um. Und das hat natürlich dazu geführt, dass manchmal auch Dinge nach relativ kurzer Zeit wieder korrigiert werden mussten. Ich weiß, dass das ging nicht nur mir persönlich so, auch vielen anderen, die dann irritiert sind und sagen, ja, was ist denn jetzt eigentlich los? Aber es sind eben auch Themen, Abläufe, die wir alle so noch überhaupt nicht erlebt haben, wo wir auch keine Erfahrung haben. Hinterher ist man dann immer klüger. Ich kann nur sagen, ich habe es Gott sei Dank eigentlich nur mit Leuten zu tun gehabt, die wirklich das Bestmögliche gegeben haben, nach bestem Wissen und Gewissen die Dinge vorangebracht haben. Aber manchmal hat man dann eben erst aus dem Alltag daraus wieder gelernt, dass man jetzt doch das eine oder andere nochmal anders macht. Und insofern sage ich, ja, das ist schon extrem. Es ist eine extreme Belastung für die Beteiligten. Aber bislang haben wir es jedenfalls doch so ganz falsch, sage ich jetzt mal vorsichtig, nicht gemacht. Und wir können schon insgesamt auch stolz darauf sein, was wir für ein leistungsfähiges Gesundheitswesen haben. Sie haben, wenn ich das noch aufgreifen darf, das Thema Kleeblattverfahren gerade angesprochen. Immerhin auch so ein Punkt, der ist ja erst im Sommer 2020 mal entwickelt worden. Das gab es ja vorher gar nicht. Gewusst in diesem Thema,
es könnte sowas auf uns zukommen, dass jedenfalls in einem Teil Deutschlands die Intensivbehandlungen überlastet sind und wir dann überlegen müssen, wie können wir, wenn ein anderer Teil Deutschlands nicht so stark belastet ist, dann dorthin Patienten verlegen. Und das Konzept wurde klug ausgearbeitet und wir mussten es gerade von bayerischer Seite aus jetzt im November in Anspruch nehmen und es hat funktioniert. Und das ist ja auch wieder, es hat sofort aus dem Stand heraus funktioniert. Ich kann nur sagen, ich bin da sehr, sehr dankbar, dass andere Bundesländer, wo die Belastung nicht so stark war, bereit waren, Corona-Patienten aus Bayern aufzunehmen. Aber dass auch die Rettungsdienste bis hin zur Bundeswehr mit ihren Spezialflugzeugen das alles hervorragend gemanagt haben. Und auch das wieder ein Zeichen für die Leistungsfähigkeit letztendlich unseres ganzen Rettungs- und Gesundheitswesens. Jawohl. Jetzt hat Corona dieses Jahr vieles überschattet. Und nächstes Jahr wird es sicherlich auch noch einen großen Stellenwert einnehmen müssen. Es waren auch andere Dinge in diesem Jahr, die vorgefallen sind. Ein großes aufsehendes, erregendes Ereignis war die Katastrophe im Ahrtal. Die Flutkatastrophe, wo ja auch bayerische Einheiten des Bevölkerungsschutzes über mehrere Wochen hinweg im Einsatz waren. Auch Einheiten vom ASB, ich glaube 7000 Arbeitsstunden wurden aus 5 verschiedenen Regierungsbezirken vor Ort geleistet. Wie bewerten Sie den Einsatz all dieser bayerischen Helfer, die da vor Ort Menschen geholfen haben? Das war schon nochmal auch eine ganz besondere Leistung. Ich bin da sehr, sehr dankbar. Das gilt für den ASB, das gilt genauso für die anderen, das Rote Kreuz, die Malteser, die Johanniter und noch viel mehr. Ja, und man muss sich bewusst machen, dass in einer Zeit, wo wir ja immer noch diese Corona-Pandemie hatten, und da kam das noch obendrauf. Aber es war möglich, allein aus Bayern waren es mehrere Tausend in der Gesamtsumme, dann noch die THWler dazu und viele andere, auch ein paar Feuerwehrler. Insgesamt großartig, was hier geleistet worden ist. Man spürt, da ist die Solidarität da und die war notwendig. Was mir viele der Helferinnen und Helfer, die dort waren, erzählt haben, es war wirklich, wie dann manche sagten, das war keine Katastrophe mehr, das waren apokalyptische Erlebnisse. Und es war auch wieder eine enorme Belastung für die Kameradinnen und Kameraden, die dort über längere Zeit oft im Einsatz waren, die auch darauf zum Teil ja, manche sind ja gleich am nächsten Tag, am übernächsten Tag losgezogen. Das war so überhaupt nicht eingeplant. Und es ist ja dann noch was anderes, das muss man schon gerade auch bei den vielen Ehrenamtlern sagen. Es ist ja noch was anderes, ob ich einen solchen Katastrophenschutzeinsatz im eigenen Landkreis vor der Haustüre leiste und dann, wenn er länger dauert, in der Regel dann doch irgendwann mal in mein eigenes Bett zurückkomme. Oder ob ich hier über hunderte Kilometer entfernt im Einsatz bin, in einer mir völlig fremden Gegend und das noch dazu in einer Situation, wo die Infrastruktur zu einem großen Teil total zerstört war, was wir ja auch in dieser Art so in Deutschland schon lange nicht mehr erlebt hatten. Also ich habe da wirklich größten Respekt vor all den Frauen und Männern, die hier kurzfristig, aber zum Teil dann auch über einen längeren Zeitraum im Einsatz waren, wirklich großartig. Und da zeigt sich, dass wir doch noch ein hohes Maß an menschlicher Solidarität hier auch quer durch Deutschland haben. Sehr schön. Haben Sie unmittelbares Feedback bekommen zum Einsatz der bayerischen Helfer aus den betroffenen Gebieten, wo die Menschen dann Hilfe bekommen haben? Ja, ich habe mich mit einer ganzen Reihe von Helferinnen und Helfern erlebt, die zurückgekommen sind. Ich habe natürlich auch Kontakt gehabt mit politischen Kollegen in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen, die natürlich sehr dankbar waren, auch die Bevölkerung dort für den Einsatz. Aber ich habe mich mit einer Reihe von Helferinnen und Helfern, die zurückkamen, unterhalten, weil mir das schon wichtig war. Ich habe, da gab es eine Anfrage, für die ich Verständnis hatte, aber ich habe bewusst gesagt, ich fahre da jetzt nicht hin, auch wenn es mich interessiert hätte. Aber das sind dann so manchmal schwierige Bilder, Katastrophentourismus und dergleichen. Und ich habe mir dann gedacht, ja, es sind die Kollegen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zuständig, da muss ich jetzt eigentlich auch noch hinschauen, auch wenn ich mich gerne auch bei den bayerischen Helferinnen und Helfern vor Ort unmittelbar bedankt hätte. Aber ich habe mit vielen dann gesprochen, wenn sie wieder zurück waren hier in Bayern. Und das war schon unglaublich, was da erzählt worden ist. Sowohl die physische Belastung über gerade am Anfang da natürlich wirklich hart arbeiten zu müssen, wo noch nach Vermissten gesucht wurde, wo
Verschüttete freigelegt wurden, wo Personen noch aus Hochwassergefahr, der da noch angehalten hat, in den ersten 2-3 Tagen gerettet wurden. Das ist als solches schon eine enorme Belastung, aber natürlich auch die psychische Belastung. Wenn mir da Kameradinnen und Kameraden erzählt haben, dann kamen sie da in einen Ort, nachdem das Hochwasser abgeflossen war, dann hat man noch Leichen in den Bäumen, im Gebüsch gefunden und so weiter, die dort angeschwemmt worden waren. Und dann hat man schon gespürt im Gespräch, wie nahe das natürlich den Menschen auch geht, weil das auch so, auch solche Rettungssanitäter sind häufig ja mit schwersten Verletzungen und auch mit Unglückstoten konfrontiert. Aber ich habe bei all den Gesprächen den Eindruck gewonnen, irgendwie muss das da nochmal anders und noch schwieriger und noch belastender für viele gewesen sein. Ja, das stimmt. Ja. Damit kommen wir auch schon zur letzten Frage. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, nicht wundern. Durch den ASB wurden in 2001 in Bayern auch wieder viele Hilfeleistungen erbracht. Sei es jetzt sowas wie mal Testzentren oder Impfzentren kurzfristig zu errichten. Begriffe, die man vor 1,5 Jahren gar nicht gekannt hat. Was ist das überhaupt? Wie funktioniert sowas? Sei es jetzt Einsätze im Bevölkerungsschutz. Über das Ahrtal haben wir schon gesprochen. Aber auch in Bayern sind ja Dinge vorgefallen. Beispielsweise Evakuierungen, nachdem Bomben gefunden wurden. Sei es das Ermöglichen von Großveranstaltungen, wenn wir an die Europameisterschaft 2020 denken, die ja jetzt in diesem Jahr stattfand, wo es dann auch in München besondere Vorkehrungen geben musste, um die Sicherheit zu garantieren. Oder sei es auch die unmittelbare Hilfe bei menschlichen Katastrophen durch die Krisenintervention, wenn jemand hier sofort aufgefangen werden muss und erstmal stabilisiert werden muss. Und das alles jetzt nicht nur zusätzlich zum normalen Tagesgeschäft, wie das Aufrechterhalten des Rettungsdienstes, die Tätigkeit des Betreuens in Kindergärten oder auch in der Pflege, sich hier um Menschen zu kümmern, sondern das Ganze selbstverständlich unter sinnvollen und notwendigen Maßnahmen zum Schutz gegen den Coronavirus, um auch hier die Eindämmung zu verbreiten. Wenn Sie jetzt die Gelegenheit hätten, und die möchten wir Ihnen hier jetzt bieten, uns sich direkt an all unsere haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu wenden. Was möchten Sie denen schon lange einmal sagen? Ich sage allen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ASB wirklich ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für diesen großartigen Einsatz, den ich an vielen Ecken und Enden in Bayern immer wieder erlebe. Das hat vom Start weg ja hier in Erlangen der ASB das Testzentrum betrieben und so hat sich das in vielen Orten unterschiedlich fortgesetzt. Ja, ich bin wirklich sehr, sehr dankbar für dieses Engagement. Es war wichtig, es haben sich auch manche privaten Organisationen beteiligt, aber letztendlich war das an vielen Punkten unheimlich wichtig, dass der ASB eben natürlich auch seine langjährige Erfahrung, dass die Menschen, die da im Einsatz waren, ihre persönliche Erfahrung auch in solchen Situationen, auch wenn das speziell so nicht vorher geplant war, eingebracht haben, weil da eben auch Menschen mit medizinischer Kompetenz, mit Gesundheitskompetenz da sind. Und die war unheimlich wichtig. Und das ging halt weit über das, was das normale hauptamtliche Personal kann, hinaus. Und da waren dann unzählig viele weitere Ehrenamtliche auch mit im Einsatz und haben geholfen. Und das war ein ganz wichtiges Signal, weil ich das bei vielen Situationen auch gespürt habe, dass ja da die Menschen auch dann jemand begegnen, dem sie als Institution vertrauen. Die Menschen wissen, was ASB ist, so wie andernorts das Rote Kreuz oder andere Organisationen. Und da ist dann einfach auch ein Grundvertrauen da, anders als wenn mir da irgendeine völlig unbekannte Organisation begegnen würde. Und ich glaube, das hat viel dazu beigetragen, dass wir sehr schnell auch eine Akzeptanz in der Bevölkerung gefunden haben. Aber man muss ganz einfach sagen, so toll wir in vielen Sachen unserer Staatsverwaltung sind, wir hätten das ohne dieses Engagement der Frauen und Männer vom ASB einfach nicht geschafft. Und dafür vielen herzlichen Dank. Und vielen herzlichen Dank dafür, dass eben die allermeisten auch bis heute nicht aufgesteckt haben, sondern immer noch im Einsatz sind. Manche anderen Einsätze als vor 1,5 Jahren, aber immer noch im Einsatz. Großartig. Vielen herzlichen Dank dafür. Das ist ja unser Motto. Wir helfen hier und jetzt. Wir sagen aber auch ganz herzlich Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich kann mir vorstellen, Sie haben viel zu tun. Und deswegen hat es uns sehr gefreut, wie wir angefragt haben, dass Sie gleich gesagt haben, nee, den Termin können wir wahrnehmen. Treffen wir uns zu einem kurzen Gespräch. Hat uns sehr gefreut.
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Kraft für Ihre Tätigkeit. Halten Sie durch. Wir brauchen Menschen, die jetzt Entscheidungen treffen, auch wenn man es wahrscheinlich nie allen recht machen kann. Das erleben wir auch tagtäglich. Ja. Genau. Aber aufgeben ist keine Option. Deswegen packen wir es weiter an und vielen Dank, dass wir hier sein dürften. Alles Gute. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche auch allen ASBlern für 2022 von Herzen alles, alles Gute, persönlich stabile Gesundheit und dass Sie von all Ihren Einsätzen auch immer wieder heil zurückkommen. Dankeschön. Danke.